Hi Friends, herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich bin die Magdalena und ich befinde mich gerade in München. Und zwar haben Philipp und ich spontan einen Trip nach München geplant. Und genau, wir sind gerade im Hotelzimmer. Ich werde später vielleicht noch eine Roomtour abfilmen, weil das Zimmer ist hier richtig cool und das Hotel ist auch richtig cool und würde es euch gerne ein bisschen zeigen. Und genau, wir haben jetzt schon gefrühstückt und wir hatten schon ein kleines Chaos, weil der Feueralarm losgegangen ist in der Früh und wir wollten gerade frühstücken hier. Ja, das war ein bisschen blöd. Also wir vermuten, dass vielleicht irgendwer im Zimmer geraucht hat, weil wir halt so Feueralarmmelder hier haben. Und ja, das hat Philipp ein bisschen geärgert und urhungrig. Und ja, und ich habe es am Anfang auch gar nicht gecheckt, was das war. Es war irgendwie urlaut. Und dann hat Philipp gemeint, ja, Feueralarm. Und ich war so, oh, okay, ich glaube, wir müssen raus. Genau, wir sind jetzt auch schon fast fertig und werden jetzt in den englischen Garten düsen und wollen dort ein bisschen entspannen. Ich werde mein Buch lesen. Wir haben auch Spiele mitgenommen und Essen. Also dann werden wir einfach einen chilligen Nachmittag verbringen und dann am Abend gehen wir dann wahrscheinlich essen raus irgendwo, mal schauen. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit und wünsche euch viel Spaß. So, wir sind jetzt ready. Mein Rucksack ist gepackt, Philipps Rucksack ist gepackt und wir sind beide voll mit Essen und Sachen, die wir brauchen. Ja, und jetzt geht's für uns ab in den englischen Garten. Also für den englischen Garten vorhin, dann ist doch hoffentlich genug Platz gibt. Ja, gute Idee. Dann sag das jetzt. Hab ich doch keinen. Achso, okay. Und dann. So, es hat ein neuer Tag gestartet und für mich geht es jetzt schon gleich los. Und zwar treffe ich mich mit einer alten Freundin und ich bin schon sehr gespannt, weil ich habe sie, glaube ich, 3 Jahre nicht mehr gesehen. Und ich freue mich schon voll, wir gehen frühstücken und ich glaube, es wird richtig, richtig cool. Ich freue mich. Hey, also es ist unser letzter Tag schon. Ich habe gestern gar nicht mehr so viel mitgefilmt, weil wir gar nicht so viel gemacht haben. Also wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe mich gestern noch mit meiner Freundin getroffen, die ich seit 3 Jahren nicht gesehen habe. Und das war richtig schön. Und mal wieder zu quatschen, sich abzudaten. Und das war echt, echt schön. Gestern haben wir dann nichts mehr gemacht. Wir haben einfach nur entspannt und das war richtig cool, weil wir echt selten Tage haben, auch halt zu Hause. Wo wir einfach entspannen zu Hause und einfach nichts zu tun haben. Deswegen war das gestern echt cool. Das war irgendwie jetzt so eine Mischung aus, wir haben was erlebt, aber wir haben auch Urlaub gehabt und haben uns entspannt. Also ich gehe jetzt mit einem sehr entspannten Gefühl wieder zurück nach Wien. Und ja, ich wollte euch noch kurz unser Zimmer zeigen, weil das echt cool ist. Genau, wie mache ich das denn jetzt am besten? So, jetzt kommt die kleine Roomtour. Also das ist quasi der Eingangsbereich, wo man reinkommt. Genau, dann drehe ich mich einmal um und es ist quasi eine Einzimmerwohnung.
Und wir hatten eine Küche und das war richtig, richtig cool, weil da ist auch ein Geschirrspüler und Ofen und Kühlschrank. Und das war richtig, richtig cool, weil da muss man halt nicht immer auswärts essen. Dann kann man ein bisschen Geld sparen, was wir auch natürlich genutzt haben. Und wenn man quasi gegenüber ist, da ist das Bad, aber da ist der Philipp gerade, das zeige ich euch später. Dann ist hier ein Ganzkörperspiegel. Das ist auch richtig cool. Das mag ich auch richtig gerne. Genau. Und dann ist hier das Bett. Das ist richtig angenehm. Also ich habe da richtig gut geschlafen. Und ich glaube, der Philipp auch. Und ich mag auch das Design voll gerne. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass es mir ein bisschen zu bunt ist. Aber ja, ich finde, das geht eigentlich voll. Also hier hat man dann quasi eine Couch, wo wir oft entspannt haben. Jetzt hat man den Philipp im Klo. genau, wo wir voll entspannt haben. Und da hatten wir einen Fernseher, wo wir auch einfach jeden Abend gechillt haben, geschaut haben. Und da ist quasi ein Kleiderschrank. Also wir hatten da eigentlich voll viel Platz. Und da ist nochmal ein Spiegel. Und ja, und das Coole ist, dass wir da noch eine Terrasse hatten. Bist du draußen? Und ja, also wir hatten leider keine Möbeln, aber ja, es war trotzdem cool. Und unten ist quasi ein Restaurant, wenn man jetzt Bad. So, so schaut das Bad aus. Und das Coole ist, es gab eine Regendusche und ich lieb's. Es ist einfach so geil. Und ja, es ist zwar klein, aber fein und hat voll für uns ausgereicht. Also das Hotel war an sich schon cool. Das Blöde war, wir waren nur 3 Nächte da und zweimal ist der Feueralarm angegangen. Also einmal vorgestern am Vormittag und einmal gestern am Abend. Und das war ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein. Das hat uns ein bisschen genervt, aber ja, können ja irgendwie nichts dafür. Ich weiß auch nicht ganz, was passiert ist. Also wir vermuten, weil wir das so ein bisschen über ein paar Ecken gehört haben, dass ein paar Leute irgendwie im Zimmer rauchen. Oder gestern hat, glaube ich, jemand diesen Feuermelder im Zimmer irgendwie abgeschraubt. Also so, um es ein bisschen mitbekommen. Genau. Ja, also ein bisschen nervig war das schon. Aber die Lage ist an sich richtig, richtig cool. Also nebenan ist gleich die U-Bahn und in 10 Minuten ist der Hauptbahnhof. Und das ist für uns voll nice, weil wir halt mit dem Zug wieder zurückfahren. Und wir können unsere Sachen hier lassen, weil wir um 11 auschecken müssen. Und um 15:30 fährt unser Zug. Und dann können wir einfach entspannt unsere Sachen da lassen, noch was essen gehen und dann einfach abholen und dann laufen wir einfach rüber. Genau. Gibt es noch irgendwas zu erzählen zu dem Hotel? Unten gibt es noch ein Restaurant, was wir eigentlich nicht genutzt haben. Also wir waren gestern nur einmal Cocktail trinken, was echt teuer war. Also ja, ich war ein bisschen erstaunt über den Preis, aber es war sonst echt cool. Und hier gibt es auch ein Gym, das wir nicht genutzt haben. Aber es gibt's. Und ja, sonst, also Philipp und ich haben beide gesagt, wir würden so 3 von 5 Sternen geben. Einfach ja, wegen dem Feueralarm und es war auch nicht alles so ganz sauber. Und ja, aber die Lage ist echt top. Und für ein paar Tage hat es für uns voll gereicht. Und vom Preis her ging es auch voll, weil München ist ja auch recht teuer. Und ja, deswegen hat das voll gepasst für uns auch. Wir haben voll spontan gebucht, wir haben das letzte Woche gebucht. Und deswegen hat das auch voll gut gepasst. Genau, wir werden uns jetzt gleich fertig machen und packen. Und dann geht's zum Essen und dann geht's schon nach Wien. Ich freue mich irgendwie schon.